Ein Rätsel, das klingt wirklich das klingt interessant. Worum geht's dabei? Du musst einen Begriff erraten. Dabei handelt es sich um etwas, das es nur in Kosch gibt. Du hast sicher schon die Truhe neben mir gesehen. Ja, das habe ich. Was hat das damit so auf sich? In dieser Truhe befinden sich 10 Gegenstände. Hier im Wald findest du bei der Kröte, bei der Wölfin und bei der Katze 3 weitere Truhen. Auch darin sind jeweils 10 Gegenstände. Okay. Aus allen 4 Truhen musst du insgesamt 10 Gegenstände entnehmen und in eine 5. Truhe legen. Die Anfangsbuchstaben der Gegenstände ergeben den gesuchten Begriff. So, die Truhen sind jetzt geöffnet. Wenn du Hilfe bei Lösungen benötigst, können die Tiere im Wald die Hinweise geben. Allerdings wird jeder Hinweis deine Belohnung schmälern. Okay. Soll ich dir einen Hinweis auf die Lösung geben? Nein, jetzt nicht. Vielleicht später. Ich werde hier warten. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du jederzeit wiederkommen. Okay, also 10 Truhen, 4 Truhen mit jeweils 40 Gegenständen. Okay. Ein Rätsel. Bevor ich das Reich der Fee wieder verlassen kann, muss ich ein Rätsel lösen. Hier im Wald stehen 4 Truhen mit jeweils 10 Gegenständen. Daraus muss ich insgesamt 10 Gegenstände nehmen und eine 5. Truhe legen. Die Anfangsbuchstaben der Gegenstände ergeben zusammen etwas, das es nur im Kosch gibt. Wenn ich Hinweise auf die Lösung brauche, soll ich mit den Tieren sprechen. Allerdings verringert jeder Hinweis meine Belohnung. Okay. Okay. Ist da irgendetwas dabei, was ich gerade bei mir trage? Nein. Also gebe ich mal alles, was ich gerade bei mir trage, vor, Grimm. Und ich suche ein Wort mit 10 Buchstaben. Schreiben wir mal die Buchstaben aus den Truhen auf. Also ich habe K, ich habe F, ich habe ein Z, ein B, oh, da ist noch ein R, ein M, ein A, ein kleines A, schreibe ich mal sicherheitshalber das kleine A auf, ein H, ein M, und ein S. Etwas, das es nur im Kosch gibt. Interessant. Also ich will erstmal keine Hinweise. Ich klappe erstmal alle Truhen ab und gucke, was für Sachen es in den Truhen gibt. Riesige, eitrige Krötenschemel. Trollkröte. Ich muss vor allem die Truhen finden. Ah, hier ist die Katze. Nicht Pause machen, sondern... Hi, Katze. Na,
auf der Suche nach der Lösung? Wenn du willst, kann ich dir einen Hinweis darauf geben. Nein, danke, ich werde ihn auch ohne Hilfe finden. Da lockt dich wohl die Belohnung, wie? Falls du doch noch einen Hinweis haben möchtest, findest du mich hier. Okay, was haben wir hier drin? Also in der zweiten Truhe haben wir ein E, ein L, ein T, ein F, ein Z, ein E, ein S, ein A, F und ein H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Gut. Wolf, Wolf, die uns nichts tun. Also ja, da ist der Bär gewesen. Ah, da ist die Trollkröte. Wir sehen die wenigstens auf der Map, fällt mir gerade so auf. So, du hast... ein E, ein G, ein S, ein H, E, N, S, noch ein S und zwei Fs. Okay. Ach, und die Wölfin ist hier vorne. Okay. Tag, Wölfin. Du hast ein... Was haben wir denn hier? Ein K. Ein B. S. B. I. S. W. Ein G und ein W. So. Meine ersten beiden Intuitionen. Ja gut, bleiben wir im Pausemodus. Ist die Einbeere. Das wäre ein E, ein I, ein N. Ein B. E, E. R, E. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es ist nicht die Einbeere. Dann natürlich, was noch ziemlich einleuchtend wäre, wäre der Koshama, also der Vogel. Das wäre K-O-S-C-H A M M E, R. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben. So, dann gucken wir mal. Das K kriegen wir hin. Ich habe aber kein O. Mist. Fällt der Koschhammer auch schon mal raus.
In keiner der Truhen liegt ein Uhr drin. Ja, und mit dem C hätte ich auch Probleme. Das wäre dann auch zu einfach. Dann holen wir uns jetzt mal von allen Tieren die Hinweise und dann laden wir. Ich habe gespeichert. Denn ich bin ja raffiniert. Du siehst aus, als ob du hier Ja. aber gerne. Bei dem gesuchten Begriff handelt es sich um eine Person. Meine Ich Per. hoffe, der Hinweis war hilfreich. Nicht wirklich. Kopf hoch. Also eine Person. Ja, Rakorium kann es nicht sein. Hast du aber immer doch. Die Person ist überall gern gesehen. Ich hoffe, du kannst etwas mit dem Hinweis anfangen. Schade. Dann wirst du dir... Hallo, wenn du vorbeigekommen bist. Wird von allen gerne gesehen. Eine Person, die von allen gerne gesehen wird. Okay. Hallo, bitte sehr. Die Person wandert von Ort zu Ort. Das freut. Okay, die Person wandert von Ort zu Ort. Da bist du ja wieder. Möchtest du jetzt? Sie handelt mit allerlei Kram. Ich habe dir schon einen Hinweis gegeben. Sie handelt mit allerlei Kram. Wo ist gerade der Dings, der... Der Boltan-Trick war es nicht. Reiseführer, Schädlingsbekämpfung, Stofffetzen. Es muss doch ziemlich weit oben gewesen sein. Die Bärensuche, genau. BR. Eins, zwei, drei, vier. Aber ich habe kein O. Ich habe nirgendwo ein O entdeckt. Das kann nicht Bredo Bento sein.